Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Kollege Stefan Leimer und ich tragen durch Wiener, wenn wir euch heute unser Kulturprojekt vorstellen. Während meiner Ferialpraxis bei der Firma Rovilo habe ich die Gelegenheit bekommen, die Firma um ein Diplomarbeitsprojekt zu bitten. Kurz darauf wurde ich mit Herrn Christian Mögerbauer in Verbindung gesetzt, der unser Projektauftragsgeber ist. Auch werden wir von unserem Professor, Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Steiner, betreut. Ein Gerät zur Messung der Leistung bzw. Leistungsdichte einer Infrarot-Senderdiode zurzeit am Markt nicht erhältlich, wurde uns die Aufgabe gegeben, dies umzusetzen. Bei Rovilo erfolgt die Messung ausschließlich als eine rudimentäre Spannungskontrolle. Das heißt, es wird lediglich kontrolliert, ob die Senderdiode richtig versorgt wird. Der Vorteil so eines Messgeräts ist, schnelle und einfache Fehlerbehebung der Konstruktion vom Gehäuse sowie der Haarbürste. Da Fernbedienungen eine kegelförmige Ausstrahlungsfläche haben, kann die Strahlung vom Gehäuse falsch reflektiert werden. Auch schlechte Rückstellungen können ausfindig gemacht werden, die Sendeleistung beeinträchtigen. Es sollen die Leistungen von Infrarot-Sendertüren bestimmter Fernbedienungen gemessen werden. Unterschieden werden die Fernbedienungen nur bei der Taktfrequenz, die 36, 38 oder 56 kHz betragen kann. Die Leistung wird in Abhängigkeit des Winkels aufgenommen. Als Spitzpunkt wird die Spitze der Senderdiode gesehen. Das heißt, wenn man die Fernbedienung dreht, darf sich die Position der Spitze nicht ändern. Die Werte miteinander vergleichen zu können, wird die Leistung bei einem Winkel von 0 Grad aufgenommen. Die weiteren Messungen erfolgen in 5 oder 10 Grad Schritten. Der integrierte ADC vom Mikrocontroller digitalisiert uns das Signal. Der Mikrocontroller evaluiert uns die Maximalwerte und es sendet sie dann per USB an die Software. Software erzeugt anschließend ein Polardiagramm daraus. Nun stellt sich die Frage, wie wir das Projekt angehen. Wir haben uns für folgenden Weg entschieden. Zuerst wird der Mikrocontroller per USB mit dem PC verbunden. Danach starten wir die Software am PC, die auch gleich den Mikrocontroller initialisiert. Nach einer erfolgreichen Verbindung wird die Fernbedienung im gewünschten Winkel ausgerichtet und es wird eine Taste gedrückt, die ein Infrarot-Signal erzeugt. Dieses Signal wird von der Empfängerschaltung aufgenommen und verstärkt. Der integrierte ADC digitalisiert uns das Signal. Im Mikrocontroller wird das digitale Signal, werden vom digitalen Signal die Maximalleistungen evaluiert und dann per USB an die Software gesendet. Die Software speichert die Werte in eine Tabelle. Jetzt wird die Fernbedienung um 5 oder 10 Grad gedreht. Der Messvorgang beginnt von neuem. Nachdem alle Werte aufgenommen sind, wird ein Polardiagramm daraus erzeugt. Nun wird euch Stefan Leimann die einzelnen Komponenten erklären. Die Firma Rovilo benutzt als Sendediode hauptsächlich die IR8353-1410. Sie wird hauptsächlich wegen ihren Eigenschaften verwendet. Neben ihrer hohen Beständigkeit, die eine lange Lebensdauer garantiert, besitzt sie auch einen großen Ausstrahlwinkel. Ihre Wellenlänge beträgt 940 Nanometer. Das ist im Infrarotbereich und ist für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar. Die niedrige Versorgungsspannung sorgt dafür, dass auch die Batterien, die in den Fernbedienungen sitzen, eine lange Betriebsdauer haben. Als Empfängerdiode haben wir die BPW24R benutzt. Hauptsächlich, weil sie für infrarote Strahlen geeignet ist. Ihr Wellenlängenbereich liegt zwischen 600 und 1050 Nanometer. Weil Fernbedienungen mit einer hohen Frequenz arbeiten,
muss hier eine schnelle Reaktionszeit gegeben sein. Das Gehäuse wurde so konstruiert, dass Störstrahlungen, die von der Seite einwirken, unterdrückt werden. Die Empfängerdiode liefert nur einen minimalen und dazu noch negativen Strom. Wir benötigen eine Schaltung, die dieses Signal invertiert und dazu noch eine große Verstärkung aufweist. Ebenso muss sie am Ausgang eine Spannung liefern. All das bietet uns der Transientbedarfsverstärker. Von Grunde auf ist es eine normale inventierende OPV-Verstärkerschaltung. Eingespeist wird sie mit einer Stromquelle und liefert am Ausgang eine Spannung. Je mehr Strom eingespeist wird, desto mehr Spannung liegt am Ausgang an. Weil auch hier die hohe Frequenz nicht ignoriert werden darf, muss ein schneller OPV verwendet werden. Um die analogen Werte der Schaltung zu digitalisieren, benötigen wir einen Mikrocontroller. Wir haben dazu den XMEGA A1 verwendet. Wir haben ihn passend zu unserem Projekt programmiert. Wenn wir nun den Befehl zum Messen schicken, digitalisiert er uns die Spannung, die am Eingang des ADCs anliegt. Danach werden die Maximalwerte evaluiert und per USB an unsere Software geschickt. Die Aufgabe der Software ist es, die geschickten Werte aufzunehmen und in einer Tabelle zu speichern. Ein wichtiger Punkt dabei ist es, dass die Oberfläche benutzerfreundlich bleibt. Eine in der Oberfläche integrierte Tabelle zeigt die aufgenommenen Werte an. Somit kann man sehen, ob beim Messvorgang alles in Ordnung gegangen ist oder ob einige Werte noch geändert werden müssen, bevor man sie speichert. Zum Schluss kann man diese Werte als CSV-Datei speichern. Eine von uns entwickelte Excel-Arbeitsblatt, das mit Makros ausgestattet wurde, kann diese CSV-Dateien dann in ein Diagramm umwandeln. Hier sieht man ein Beispiel so eines Polardiagramms. Zu erkennen ist, dass bei 0 Grad eine Leistung von 100% anliegt. Je größer der Winkel wird, desto mehr nimmt auch die Leistung ab. Deswegen entsteht ein sehr spitzer Kegel. Die beiden Hälften des Kegels müssen nicht unbedingt symmetrisch sein, wie bei unserem Beispiel, sondern können durch das Gehäuse auch miteinander abweichen. Auf diesem Wege möchte ich mich bei unserem Auftragsgeber, der Firma Bovido, und speziell beim Herrn Bögerbauer bedanken. Ebenso gehört der Dank unserem Betreuer, Herrn Diplom-Ingenieur Steiner. Ein Professor Diplom-Ingenieur Steiner, Entschuldigung. Wir stehen jederzeit für Sie bei unserem Stand zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.